Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee, und Anouk ist auch mit dabei. In meinem heutigen Video geht es um das Thema Entgiften mit Wildkräutern. Da ich nun schon so oft zu diesem Thema befragt wurde und die Leute einfach wissen wollten, wie man mit Wildkräutern entgiftet, wie sich diese Entgiftungserscheinungen äußern und was man am besten dagegen tun kann, dachte ich mir, mache ich jetzt mal ein Video dazu. Wildkräuter sind so super für den Körper, sie versorgen ihn ja optimal mit Nährstoffen und sie unterstützen ihn auch ganz toll bei der Entgiftung. Das kann ich gleich mal an meinem eigenen Beispiel verdeutlichen. Als ich 2009 angefangen habe mit veganer Rohkost mit ganz vielen Wildkräutern, fing mein Körper ziemlich stark an zu entgiften und es hat sich geäußert in Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Müdigkeit und mir war plötzlich ganz kalt. Und das habe ich natürlich begrüßt, weil ich habe mich ja gefreut, dass jetzt mein Körper sauber wird und diese Giftstoffe aus dem Körper rauskommen. Und dann habe ich unterstützend dazu Heilerde noch eingesetzt, weil Heilerde hat die besondere Eigenschaft, die Giftstoffe im Körper an sich zu binden, sodass wir sie ausscheiden können, ohne dass sie so sehr durch den Körper wandern. Dann habe ich also sozusagen Heilerde dazu verwendet. Ich nehme am liebsten die grüne Heilerde von Terra Natura, aber es geht auch ganz normale, wie zum Beispiel von Luvos. Und wenn man dann diese Entgiftungserscheinungen hat, ist es gut, dann einfach mal einen Teelöffel Heilerde in ein Glas Wasser einzurühren und das dann zu trinken und das mehrmals am Tag, bis die Symptome wieder abgeklungen sind. Die sind bei mir dann immer ziemlich schnell wieder abgeklungen. Und diese Entgiftungserscheinungen, die kamen bei mir immer in Schüben. Da habe ich mich dann mal ein, zwei Tage so gefühlt, als würde ich gleich krank werden. Habe dann mehrmals am Tag die Heilerde auch genommen und schön viele Wildkräuter. Und dann nach ein paar Tagen ging es mir wieder super gut. Ich war voller neuer Energien und irgendwann kam dann wieder der nächste Schub. Und ganz am Anfang sind diese Schübe öfters gekommen und jetzt inzwischen bin ich eigentlich überhaupt nicht mehr krank und es ist ganz selten mal, dass ich mich mal ein bisschen unwohl fühle und dann nehme ich immer gleich wieder die Heilerde, die nehme ich auch jetzt noch regelmäßig ein, immer in Phasen. Genau, ich finde, das hilft sehr und dann klingen auch diese Kopfschmerzen gleich wieder ab und die Giftstoffe werden super aus dem Körper heraus befördert, ohne dass sie da rumwandern müssen. Genau, und das empfehle ich dir auch. Also wenn du gerne entgiften möchtest mit Wildkräutern, dann trink Wildkräuterschmusis oder mach dir Wildkräutersalate, je nachdem, was du am meisten magst. Und wenn dann tatsächlich diese Entgiftungserscheinungen auftreten, dann empfehle ich dir, die Heilerde zusätzlich zu nehmen, weil dadurch können die ganz schnell wieder abklingen. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Entgiftung und dass dein Körper sich wieder ganz erneuert und du wieder voller neuer, toller Energien bist. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich mal auf meiner Webseite besuchen kommst, und zwar hier. Pling! Und besuch mich auch herzlich gern mal auf Facebook oder auf YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee, und Anouk.